Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ganz flott und ganz komisch, aus welcher Perspektive filme ich hier mit Mikro und was auch immer. Ich nehme dieses Video zum dritten Mal jetzt auf. Ich wollte es auf der Couch drehen, weil ich ja erzählt habe, dass ich vielleicht mal einen Gast einlade oder so auf die Couch. Mikrofon auf der Couch ist eine schwierige Sache. Beim ersten Mal hat es gar kein Mikrofon aufgenommen. Beim zweiten Mal war ganz penetrant, die ganze Zeit im Hintergrund. Sorry. Auf jeden Fall, das konnte ich nicht so schneiden und hochladen. Also das war mir selbst viel zu blöd und deswegen habe ich gedacht, hey, ich muss mit meinem normalen Mikrofon jetzt aufnehmen und dementsprechend muss ich aus so einer Perspektive hier aufnehmen, weil die Kamera jetzt auch außerhalb steht und was auch immer. Also ganz, ganz verrückt. Wir werden das Video sehr, sehr kurz halten. In dem heutigen Video machen wir Fantasy und heute Abend, es ist ja jetzt schon Abend, aber noch später abends kommt dann meine Bundesliga-Prognose, ich denke mal so gegen 20 Uhr, kurz bevor das Spiel Hertha gegen Union beginnt. Fantasy-Team, da stelle ich jetzt einfach mein Team zusammen, wo ich denke, dass das die besten Spieler sind. Also meine vorausprognostizierte beste Elf des Tages, sag ich mal. Unbedingt mitmachen dieses Mal. Erster Link in der Videobeschreibung, kommt ihr auf die Seite von Fanteam. Da müsst ihr euch registrieren, dann geht ihr auf Turniere und da habt ihr ein kostenloses Free-Ticket. 2 Euro bekommt ihr da quasi umsonst und ihr könnt damit eine Runde spielen. Und da erstellt ihr mal euer Team, euer Bundesliga-Team zum 27. Spieltag und schickt mir das bei Instagram. Mike_let's_play unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Einfach per Direct Message schicken oder posten und mich verlinken, je nachdem wie ihr wollt. Und dann schauen wir uns im nächsten Video das Team mal an. Also unbedingt mal ein Team machen. Wäre mega cool. Ich wollte mich relativ kurz halten, dementsprechend blende ich euch hier einfach mal mein Team ein. Ich muss jetzt leider ein bisschen ablesen. Ich habe Timo Horn im Tor. Ich brauche natürlich auch einen Torwart. Man muss einen Torwart nehmen. Und ich denke, dass Timo Horn ein gutes Spiel macht und bei Düsseldorf nicht so viel zulässt. Vor allem, weil Düsseldorf vielleicht auch wieder Pech hat. Dementsprechend Timo Horn im Tor. Dann in der Abwehr haben wir 3 Spieler, und zwar Sven Bender, Gieselmann und Jedwai. Ich habe mal probiert, diese Woche nicht so viele gute Mannschaften oder gute Spieler, also gute Spieler sind es natürlich trotzdem, aber Spieler von guten Mannschaften zu nehmen. Ich denke, dass Düsseldorf trotzdem hier Gieselmann, dass die auch nicht viele Tore kassieren, dass der vielleicht sogar ein Tor macht, je nachdem. Also da, falls sich meine Bundesliga-Tipps zum 27. Spieltag interessieren, einfach mal rechts unten beim i dann vorbeischauen, beziehungsweise halt heute Abend dann vorbeischauen, wenn das Video online kommt. Ansonsten habe ich gedacht, dass Augsburg gut spielt und dementsprechend hier auch damit dabei ist, Jedwai. Und Bender ist ja von Leverkusen auch ein guter Spieler. Und wenn er spielt, dann macht er seine Arbeit, denke ich, ganz gut. Im Mittelfeld haben wir 4 Spieler, und zwar einmal Max, Schlager, Grifo und Sabitzer. Sabitzer der Beste. Ich denke, dass Leipzig diese Woche wieder ein bisschen besser ist als letzte Woche und Sabitzer das ganz, ganz gut macht. Max, der macht es immer gut, deswegen ist er bei mir auch Kapitän. Dann haben wir Schlager, das ist auch ein guter Spieler, und Wolfsburg gegen Dortmund. Wolfsburg wird Gas geben und wird auch ein enges Spiel raushauen, deswegen kann es schon gut möglich sein, dass wir hier eben von Schlager dann auch gute Leistung sehen, ebenso wie von Grifo. Freiburg gegen Bremen, vermeintlich einfaches Spiel für Freiburg, und vielleicht kann da dann der ein oder andere, zum Beispiel Grifo, überzeugen. Dann haben wir einen Dreiersturm mit Müller, Thuram und Wechhorst. Thuram ist mein zweiter Vizekapitän, denn falls Max irgendwie nicht spielt oder so, dann bekommt der Kapitän immer Doppelpunkte und dann ist es in dem Fall Thuram. Gladbach hat mich sehr überrascht im letzten Spiel und dementsprechend hoffe ich mal, dass hier Thuram dann auch mich dieses Mal wieder überrascht, auch gegen Leverkusen spielen die, glaube ich, gegen Leverkusen, und ich hoffe einfach, dass er mich da auch überrascht und auch sehr, sehr gut spielt und dementsprechend dann hier ein paar Tore macht. Wechhorst, wie gesagt, Wolfsburg habe ich schon angesprochen, denke ich, macht ein gutes Spiel gegen Dortmund, dementsprechend können die hier auch mit dabei von der Partie sein. Wechhorst, ein Elfmeter, ein Kopfball, der ist ja eigentlich relativ guter Typ. Und dann haben wir noch Thomas Müller, Bayern gegen Frankfurt. Es kann knapp werden, es kann auch hoch ausgehen, aber Müller ist so einer, der kann Vorlagen geben, der kann Tore schießen, und das wird er wahrscheinlich auch beides in dem Spiel machen, und dementsprechend packe ich ihn natürlich hier mit rein, weil der mir natürlich ganz, ganz viele Punkte bekommt. Ihr könnt dann natürlich hier auch ganz, ganz viel gewinnen, wenn eure Elf tatsächlich mega, mega gut ist. Und wie gesagt, nächste Woche schauen wir uns dann die sowieso nochmal an. Ich bin mal gespannt drauf, und ansonsten würde ich sagen, war es das schon mit dem Video. Man hat noch hier gesehen, dass ich 4,8 Millionen noch übrig
übrig habe. Das ist ja nicht schlecht jetzt heute, aber ja, das ist, kommt drauf an, ne? Bringt halt ein, zwei Punkte mehr, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich würde sagen, das war's schon mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und macht unbedingt euer Fan-Team. Schickt es mir bei Instagram, würde mich freuen. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.